überrascht, dass Sie so zahlreich gekommen sind, trotz des Wetters. Ich bin 1967 hier nach Wetzlar gekommen, da war ich gerade 6 Jahre alt. Da bin ich mit meiner Oma durch die Altstadt, ich war auf der Kästnerschule, ich bin da rumgerobbt durch die große Promenade, heute Konrad-Adenauer-Allee oder Konrad-Adenauer-Promenade, an der Lahn, in den Wäldern und wer weiß nicht was. Dann bin ich 1999, als das Union zum Verkauf stand, zurück nach Wetzlar gekommen, war eigentlich ganz stolz. Denn das Union steht ja für irgendwas auch in dieser Stadt. Ist ja ein stolzes Kaufhaus gewesen, noch aus der Zeit, in der es dieser Stadt ganz anders ging. 2004 wurde ich eingeladen, damals ins Rathaus. Das Thema, das Forum kommt, wie gehen wir damit um? Und Sie haben verfolgt, ich hatte diese verrückte Idee des Optikparcours, wo man zuerst mal überhaupt keinen Zusammenhang sieht zwischen Innenstadtentwicklung und diesem verrückten Projekt. Bei mir ging es im Kopf darum, dass ich gesagt habe, wir werden Frequenz schaffen müssen, jenseits von Handelsattraktivität. Und leider, wenn Sie das ganz aktuell abgehen, die Bahnhofstraße, Karl-Kellner-Ring und Langgasse, dann erleben Sie, wie die Einzelhandelsattraktivität immer weiter zurückgegangen ist. Aber was ich erlebt habe und auch heute trotz allem immer wieder erlebe, das ist eine hoch lebenswerte und liebenswerte Stadt. Ich bin am Anfang, seit 2004, erst einen Tag, dann 2 Tage und auch heute fast die ganze Woche, wenn es die Hochschule erlaubt, hier in Wetzlar. Und ich erlebe diese Qualität an der Lahn, wenn Sie Deutsch-Herrenberg hochgehen, wenn Sie die Türme abgehen, wenn Sie in die Altstadt gehen. Das ist ganz viel Vielfalt. Und das wollen wir doch auch unseren Hessentagsgästen vermitteln. Wir werden im Vorfeld des Hessentages viel Aufmerksamkeit in den Medien haben. Das ist unbezahlbar. Wir werden 10 Tage, 1. bis 10. Juni haben, wo hier richtig viel los ist. 1,5 Millionen Besucher werden sicher hier nach Wetzlar kommen. Das wird für uns anstrengend. Aber ich denke, die Wetzlarer Bürgerinnen und Bürger sind bereit, diese Anstrengung auf sich zu nehmen. Aber der Lohn für diese Anstrengung muss sein, dass wir die Leute einladen, wiederzukommen. Dass sie das Erlebnis einer hochattraktiven, einer lebendigen Stadt haben, von der sie sagen, da will ich wiederkommen und dann möchte ich auch einkaufen und möchte hier, ich sag mal, Frequenz bringen etc. Und wir haben nicht nur sehr schöne Zonen, sondern, ich habe es eben schon erwähnt, wir haben auch Problemzonen. Das fängt direkt hinter mir an und geht eigentlich im Wesentlichen bis zur alten Lahnbrücke. Es gibt auch Problemzonen jenseits der alten Lahnbrücke, ich sag mal in der Lahnstraße oder in der Schmiedgasse gibt es ein paar Häuser, wo wir vor großen Herausforderungen stehen. Wir wollen hier keine Gegenveranstaltungen zu dem machen, was die Stadt dankenswerterweise organisiert, sondern ich glaube, dass die Menschen, die heute hier sind, das ist ein eindeutiges Votum, dass es darum geht, wir wollen uns mit einbringen, wir wollen Anregungen geben. Aber ich sage auch ganz offen, wir wollen der Politik auch helfen, im positiven Sinne Druck machen. Druck machen für die Eigentümer des Bahnhofsgebäudes, dass sie merken, die Wetzlarer Bürger, die möchten gerne, dass dieses Bahnhofsgebäude zum Hessentag anders aussieht. Oder wenn wir in Richtung Mauritius gehen, dass auch da Druck gemacht wird. Bis hin in die Altstadt, wo es wirklich darum geht, Bewegung zu schaffen. Wir haben viele Mitstreiter, die heute hier mitmachen, aber das Wichtigste sind Sie alle. Jeder von Ihnen soll seine Ideen mit einbringen können. Wir haben keine feste Organisation, sondern so wie Doris Eberts mir am Telefon das gesagt hat, wir gucken uns alles mit den Augen der Gäste an und wir notieren, schreiben, nehmen alles auf, was Sie an Anregungen haben. Als Hilfestellung haben wir so kleine Zettel, falls Sie sich nicht zu Wort melden wollen oder können. Da können Sie Ihre Ideen aufschreiben und hier gibt es den Hakan und den Oos, wenn die beiden mal einfach ihre Hand heben. Die beiden Herren, die haben die Zettel, die haben auch Kulis. Die können Sie sich bitte holen und den beiden können Sie diese Zettel auch geben. Wir haben die Frau Hiller, die mit dem Fotoapparat dokumentieren wird. Und wir haben vom Dunkelkaufhaus den Thomas Brendel. Er ist zwar blind, aber umso besser aufnehmbar für akustische Signale. Der wird mit dem Diktiergerät aufnehmen, was Sie an Anregungen haben. Die Mitstreiter sind, vielleicht können die Damen und Herren gleich auch mal die Hand heben. Ich sag mal, der Herr Irmer hinter mir. An Sie, Herr, und Ihre Landtagsabgeordnetenkollegen,
Der Büger lässt sich entschuldigen, er ist auch an der Beerdigung in Berlin. Aber Frau Öztürk ist inzwischen auch eingetroffen. Da haben wir die große Hoffnung, dass Sie die Nachricht dieser Begehung auch nach Wiesbaden transportieren. Denn es ist eindeutig, wir brauchen auch Geld. Ja? Viele andere haben die Chance des Hessentages genutzt. Weilburg hat 60 Millionen Stadtentwicklungsgeld für den Hessentag bekommen. Langenselbott 16,5 Millionen. Nur mal um Zahlen zu nennen. Ja? Dann ist es, Frau Eberts hat sich leider gesundheitlich entschuldigen lassen, wird vertreten durch Herrn Euker. Bürgerverein, Haus und Grund, Frau Kuhn, herzlich willkommen. Von der IHK ist ein Vertreter da, der Herr Koblenz. Dann die Frau Tesmer als Behindertenbeauftragte, weil es auch um das Thema geht, wie können da hinten, verstecken Sie sich nicht zu sehr. Sie hat auch einen Rollstuhl mitgebracht, weil es auch um das Thema geht, wie können auch Leute mit Handicaps Wetzlar zum Hessentag erleben. Das soll eine überparteiliche Veranstaltung sein. Ich glaube, das Thema Wetzlar liegt uns allen so am Herzen, dass es hier keine Parteigrenzen geben darf, sondern es geht um die Sache. Herr Wagner von der SPD begrüße ich auch recht herzlich. Herrn Lattermann und Herrn Hauptvogel hatte ich. Ja. Ich würde sagen, wir beginnen einfach. Die Herausforderung ist, tun Sie so, als wenn Sie das erste Mal in Wetzlar wären. Nur das wird uns weiterhelfen. Wir möchten gerne so vorgehen, dass wir heute aufnehmen, analysieren, wo sind die Schwachstellen. In der zweiten Stufe geht es dann darum, einen Maßnahmenkatalog zu entwickeln. Der muss mit Kosten unterlegt werden. Und dann kommt eigentlich die größte Herausforderung, wie können wir das umsetzen, woher kommt das Geld etc. Aber Sie sehen, auch beim Optikparcours haben wir 2004 mal gestartet und viele haben mich gefragt, woher wird das Geld kommen. Am Ende haben wir über 3 Millionen aktivieren können. Ich bin mal ganz optimistisch, dass Glaube tatsächlich Berge versetzen kann. In dem Sinne wünsche ich uns, dass wir heute, ich sag mal, sehr weit kommen. Ich gehe davon aus, dass wir es wahrscheinlich heute gar nicht schaffen. Da machen wir einen neuen Termin. Mir ist wichtiger, dass wir das ordentlich machen, als dass wir jetzt durchbuddeln.